Ihr Lieben, ich weiß auch nicht so wirklich, was los ist. Immer wenn ich aktuell auf der Suche nach ein paar Spielen für zwischendurch auf dem Kanal hier bin, lande ich auf Horror-Games, die sich schön mal einschieben lassen. Ich glaube, ich muss dieses Schicksal jetzt einfach akzeptieren. Ganz wie mein Urgroßvater damals sagte, lieber der Horror im Spiel als in der Toilettenschüssel. Und deswegen spielen wir heute The Pizza, die Pizza. Es ist sogar auf Deutsch, in den Einstellungen gibt es eine Funktion, die heißt komischer Text aktiviert. Ich weiß jetzt nicht so ganz, was meine WhatsApp-Nachrichten hier drin zu suchen haben sollten, aber wir lassen das mal dementsprechend an. Und es ist ein Spielchen im Stil von der PlayStation 1-Grafik. Gibt es ja häufiger, haben wir glaube ich auch das ein oder andere schon mal angeschaut. Und ist etwas, was ich sehr mag, ebenso wie Horror. Ey, es ist einfach mein Schicksal. Ich freue mich so sehr auf die Party heute. Ich muss alles vorbereiten. Das ist eine Wohnung. Da schreit allein die Tapete. Wirklich, also ich höre sie schreien. Hört ihr das auch? Ich höre sie eindeutig laut schreien. Ich sollte zuerst eine Pizza bestellen. Im Haus ist irgendwo ein Flyer mit der Nummer. Okay, also, wir rufen jetzt gleich Pizza Butt an. Was natürlich schon mal ein toller Name für einen Lieferdienst ist. Oh Gott! Kann ich raus? Warum kann ich denn von Anfang an raus? Wo wohne ich? Moment, ich schaue mir erstmal an, wo ich eigentlich wohne. Okay, ja, also allein scheint weit draußen zu sein, aber da kann man dann auch sehr ungestört eine kleine Hausparty feiern. Kann einen Kühlschrank aufmachen. Im Kühlschrank liegen natürlich Chips und ein Stück Fleisch. Ich mache mir ja kurz hier ein bisschen lauter hier auf den Ohren, ne? Ich will natürlich, dass es gleich auch dementsprechend knallt. Vielleicht muss ich ja auch Dinge hören. Hier ist das Telefon. Aber ich muss erst eine Nummer gleich eingeben. Und die habe ich ja natürlich noch nicht. Ich habe wirklich laute Schritte. Habe ich etwa Schuhe in meiner eigenen Bude an? Das könnte sein, ne? Ist aber groß, ne? Ist geräumig. Wirkt erstmal gar nicht so auf den ersten Blick. Ein schönes rotes Ledersofa vor einem Fernseher von 1980. So sieht's auch in meinem Wohnzimmer aus. Ach, und schön auch so ein Rentnerschrank. Das würde ich einfach als Rentnerschrank bezeichnen, ja? Porzellanware drin, eine Toilette, die sehr, sehr groß wirkt. Ohne Spiegel. Oder ist das hier ein Spiegel? Warum platziert man den Spiegel mittig im Raum hinter der Toilettenspülung? Ein Bild, ach toll, allein wenn man da nachts irgendwie vorbeiläuft, wenn man mal aufs Klo muss. Ne, man geht direkt raus und das Erste, was man sieht, ist so ein Gemälde. Hier haben wir einen VHS-Tape, es ist 20.20 Uhr. Habe ich den Flyer in den Müll geworfen oder was? Kann ich eigentlich sprinten? Nee. Das ist also mein Maximaltempo. Auch schon mal sehr beruhigend. Ist das hier schon der Flyer gewesen oder was? Oder wie oder wo? 834711. 834711. Ich hätte gern. Hallo. Hallo? Ich hätte gerne Pizza Funghi. Buongiorno. Moin! Moin, Alter! Ich würde gern 4 große Ananaspizzen bestellen, bitte. Da sind wir auch schon. Ich habe tatsächlich noch ein anderes Spiel mit Ananas-Pizza-Thematik aktuell im Petto. Mal gucken, ob wir das einbinden und das irgendwann in den nächsten Tagen auf dem Kanal hier einen Platz finden wird. Sehr gut. Ihre Bestellung wird in Kürze eintreffen. Wir hoffen, Sie werden es genießen. Ganz normaler Dialog. In Ordnung. Jetzt muss ich einige Snacks und einen Film vorbereiten. Es wird also ein Filmabend. Ging es nicht erst um eine Party? Seid ihr häufiger auf Partys, wo man erst einen Film schaut, bevor es abgeht? Ich sollte alles im Wohnzimmer aufstellen. Ja, ich weiß nicht, warum ich rausgehen kann. Also 3 Snacks. Snack Nummer 1. Kann ich mehrere in die Hand nehmen? Nee. Ab ins Wohnzimmer erstmal. Hier. Das ging aber schnell. Könnte das einer der Gäste sein? Ja, guten Tag. Hallo? Wie ist niemand da? Naja, dann wird da wohl auch wirklich, also da, das passiert ja auch mal draußen auf dem Land. Draußen auf dem Land, da wird auch mal geklopft. Das ist gar kein Problem. Habe ich hier eigentlich auch Snacks? Nee. Das hier ist, sind irgendwelche Strawberry Mochis oder kleine Strawberry Cakes.
Ach, jetzt klingelt das Telefon, ist irgendwas los? Haben Sie keine Ananas mehr für meine Ananaspizza? Du hast falsch gewählt. Was die Pizza angeht, oder habe ich einfach nur die falsche Nummer angerufen? Da hätte ich jetzt vielleicht noch ein paar Infos mehr gebraucht, aber naja. Naja, ist das auch ein Snack hier? Na klar, wer legt denn nicht einfach bei einem schönen Filmabend? Ich kann nicht ohne mein rohes Stück Fleisch. Das geht einfach nicht. Das muss ich ja einfach da liegen haben. Schönen Wagen, Judiger. Seltsam. Ich sollte den Sicherungskasten überprüfen. Er befindet sich draußen im Hinterhof. Warum sollte man Sicherungskasten auch irgendwo in der Wohnung einbauen, Alter? Warum denn auch? Ich bekomme langsam ein komisches Verhältnis zu diesen Spielen. Ich bin sehr entspannt, bis ich irgendwie weiß, es geht was los. Aber dann bin ich auch noch entspannt. Aber ich weiß, mich wird gleich wahrscheinlich wieder irgendwas richtig schön treffen. Da kommt schon wieder diese Gänsehaut. Vielleicht finde ich es auch langsam ein bisschen geil. Hallo? Was machen Sie an meinem Sicherungskasten? Hier tut auch irgendwie so ein bisschen was weh. Ich glaube, ich kriege bald langsam Gehirnschaden von dem Kram. Wieso ist hier ein Fuß? Ach, er ist hochgeklettert, der Kollege. Ist da hoch? Der ist auf dem Dach. Oder ist das einfach die Pizza, die sich verselbstständigt hat? Durchs Fenster erkenne ich erstmal nichts. Naja, oder vielleicht ist die Person auch reingegangen. Bleibt auf alle Fälle bei... Also drei Snacks habe ich ja jetzt. Ich habe drei Snacks. Und der Film... Ach, der lag bei mir im Zimmer, ne? War das nicht so? Ja, der lag hier. Upsala und tralala. Ich habe nichts Komisches gesehen. Keinen Grund, nach draußen zu gehen. So, Film. Ach, da klopft's wieder. Könnte das einer der Gäste sein? Das fragen wir uns erneut, nachdem wir gerade... Sah auch so ein bisschen aus wie aus der Hausbesichtigung, ne? Das scheint so in zu sein, so... Gestalten... Jetzt hören Sie doch mal auf zu klopfen hier! So Gestalten, die wirklich auch aussehen wie rohes Fleisch zusammenzubauen. Das ist wohl in... So, kommt schon ein Jumpscare hier auf dem Weg zur Tür oder kommt jetzt direkt in der Tür? Warum? Ich wusste doch, dass es kommt! Ibrahim! Mensch hier, Alter. Ich wusste doch, dass es passiert. Ich wusste doch, dass es stattfindet. Es ist doch... Naja, gut, Alter. Ey, das ist wirklich jetzt mal hier wie so eine kleine Pizza für zwischendurch. Ich glaube, im Zeitraum von diesem Video hier kann man perfekt irgendwie ein bisschen auf Tempo eine Pizza runterschnabulieren. Schön, dass es ja auch noch... Also, das ist so eine kleine Serie. Es gibt auch nochmal die Sache in einer ähnlichen Länge, nur eben als Busfahrer... Weiß ich jetzt noch nicht, ob wir das auch noch spielen werden. Tschüss!